So und hallo, hier ist euer Let's Get Tipps. Heute spiele ich ein League of Legends Spiel mit Talon. Kaufe mir die Schuhe für 350 und drei Heiltränke und gehe sehr wahrscheinlich Bot mit Morgana, wenn sich keiner dran stört. In unserem Team ist eine Zyra, ein Shen, eine Morgana und ein Nunu. Bei unserem feindlichen Team ist ein Amumu, Master Yi, Kasadin, Tryndamere und ein Corki. Der Corki hat einen Corki heißt das, glaube ich. Und einen fast Ballkönig Amumu. Ich schätze, dass wir gewinnen werden, weil unser Team eigentlich recht gut ist. Ich schätze, dass die wahrscheinlich inviten, wenn die denken, dass der Shen... der Shen sagt, ich soll hochgehen. Ich frag mich aber warum. Aber dann gehen wir mal hoch. Die Vasallen sind erschienen. Ich werde das Video in ein paar Teilen hochladen, da ich das ja nicht kann. Irgendwie habe ich nicht so eine Verlängerungszeit über 15 Minuten. Das geht dann. Was lustig ist, ist auch, dass unsere Morgana Dornen Morgana-Scheißdreck da hat und die Zyra ist ja so Dornen-Scheiß auch. Ja, dass die dann beide so irgendwas mit Dornen haben, finde ich lustig. Da sehen wir der Ballkönig Amumu. Fast, oder beinahe Ballkönig Amumu. Finde ich eigentlich voll lustig. Ansonsten oh, zum Glück, ey. Kann die Zyra Mitte... Obwohl die Morgana-Mitte besser ist als die Zyra. Ich jetzt gegen den Master werde ich später Schwierigkeiten haben. Wegen seiner Ulti. Ach Mann, Alter. Nunu, du brauchst keine Minions. Ich brauch die. Ich hoffe, man hört mich gut, weil ich habe ein neues Mikro. Weil mich beim Blacklight Retributation zum Beispiel hat man mich kaum gehört. Ja. Wenn ihr Lust habt mit mir zu Let's Playen oder so, könnt ihr mal ja eine persönliche Nachricht schreiben. Hab ich. Ah ja, okay. Ich habe irgendwie nur zwei Heiltränke. Wenn Talon seine W macht, macht er mehr Schaden. Ich, ja, 10% macht er mehr Schaden, wenn der Feind unterdrückt ist, verlangsamt oder sonst was, was auf den Gegner wirken kann. Beim Runen habe ich kritischer Schaden Runen drin. Nicht Trefferschaden nämlich. Weil ich dann später viel mehr Schaden reinhaue, sobald ich die Klinge der Unendlichkeit habe. Da mache ich ungefähr statt 250% 300% kritischer Schaden. Ja, und der Master Yi nehme ich wieder zurück. Ich denke nicht, dass er eine Schwierigkeit darstellt, weil er spielt auf AP. Irgendwie kriege ich sehr viel Schaden. Ja, da ist ein Gank drin, denke ich. Wenn Nunu jetzt Master Yi angreifen würde, dann würde ich nochmal mit drauf rennen, aber... So, und jetzt rennen wir lieber mal weg, bevor uns der Amumu bekommt. Renn, Nunu, renn! Oh, der Nunu ist verdammt gut. Jetzt es gibt ein Gang von, ja, es gibt ein Gang von, wie es aussieht, wenn der schon zurückgeht hier. Der ist dann unten im Busch, da unten ist er wahrscheinlich drin oder auch nicht.
Aber wenn man so offensichtlich zurückgeht, kann es ja wahrscheinlich nur ein Gank sein. Aber zum Glück haben wir nur der Wort gekauft. Jetzt pushen wir mal ein bisschen den Tower hier. Jetzt müssen wir abhauen. Immer ein bisschen Schaden reinhauen, schadet ja nie. Ich habe mit Blacklight aufgehört, nur zur Information, also ich werde das nicht mehr let's playen, weil ich habe keine Lust mehr drauf und alles verstehe ich sowieso nicht davon. Also oh, verdammt. Oh, das war knapp. Zum Glück hat der sein Flash gefehlt. Er wird sehr wahrscheinlich noch Shen bekommen, aber oh, noch nicht. Ja. Ja. Okay, jetzt haben wir schon zwei geholt. Ich mach die Kuh am besten hoch. Weil sie macht viel Schaden später und du kannst mit ihr Crit erzielen. Das finde ich wirklich gut. Und jetzt kaufe ich mir zuerst mal Beinschienen des Berserkers. Was? Damit ich Lebensraub habe. Jetzt kaufe ich mir schon so langsam den Phantomtänzer. Und nach dem Phantomtänzer die Klinge der Unendlichkeit, wenn das Spiel so lang geht. Und dann noch Blutdürster. Und Klinge der Dreieinigkeit heißt das, glaube ich. Und ich weiß, dass die Grafik nicht so gut ist wie es geht, aber irgendwie fail fraps, wenn ich auf volle Größe filme, also mache ich nur half size. Ich hoffe trotzdem, man kann alles gut erkennen und der Ton ist nicht schlecht. Vielleicht kommt ja noch was Episches, zum Beispiel ein Pentakill später, aber denke ich nicht, weil die einen guten Tank haben, den Amumu. Wenn der die Ulti setzen kann, ja, so ein Pentakill schon mal ein Flop werden. Das ist gutes Game. Ich denke, die surrendern später, die sind ja voll gut. Also der Nunu hat echt Skill. Und ich hieß nicht immer Atomclown, ich hieß auch mal Nabak. Aber das habe ich geändert, weil ich habe meinen Combat Arms Account verkauft. Vor einer Woche, glaube ich. Und habe meinen Namen dann umgeändert, da ich 35 Euro bekommen habe. Und ich wusste nicht, was ich mache, aber da ich sowieso schon fast alle Champions habe. Boah, hau ich dem wenig Schaden rein. Und ich weiß, die Runen von mir kann man besser machen. Das braucht ihr später nicht in die Kommentare oder so zu schreiben. Nur ich spiele so Talon. Wie ihr das spielt, ist eure Sache. Aber wenn ich einen Guide mache und euch die Guide nicht gefällt, ist okay, aber... Ich bin so mit Sharko und Talon gut und spiele Sharko und Talon auch gerne. Ja, war klar. Kann nicht verlangsamt werden, wa? Ja, so macht man das. Okay, jetzt gehe ich lieber zurück, bevor noch ein Gang kommt oder ich von den Minions sterbe. Gehen wir mal lieber zurück. Der Shen gankt jetzt bestimmt schön Mitte, aber... Das war knapp. Fast wäre der Master Yi gekommen. Also der ist schon da.
Ah, okay. Ich hasse das, wenn man irgendwo hinklickt und der dann irgendwann stehen bleibt, nur weil es gestorben ist. Könnt ihr trotzdem an die Stelle laufen. Wäre viel besser. Die Ulti von Talon benutze ich meistens beim Teamfight, beim Wegrennen oder beim Angreifen, wenn man nicht gesehen werden möchte, weil dann ist man auch schneller. Und es macht Schaden beim Ausklappen und beim Einziehen, das finde ich auch gut. Es steht 7-6, also 7 Kills hat unser Team und die Feinde haben 6 Kills. Von den Feinden hat Verticals, Kasadin, Corki und Master Yi. Ich schätze, wenn Kasadin gut spielen kann, könnte er eventuell die Zierer noch besser töten, beziehungsweise besser wegrennen, besser angreifen, besser den Turm töten und. Na toll, Wege fehlt. Zu der E. Die E, das ist die Kehlenschnitt. Talon erscheint sofort hinter seinem Ziel, bringt diese eine Sekunde lang zum Schweigen und verstärkt dann seinen Schaden gegen dieses Ziel 3 Sekunden lang. Ah, okay. Ah, verdammt, hat der einen Luck, ey. Hol ihn dir! Oh, das war schlecht. Ja, das hätte ich nicht tun sollen. Aber okay, jeder stirbt mal, wa? Ich mach dann die E hoch, da ich dann mehr Schaden mache. Jetzt verstehe ich nicht, was der Nuno meint. Er meinte, ich soll mal sterben. Ich habe noch einen Skin von Talon, aber den da finde ich am coolsten. Wegen den Zacken hier. Und ja, ich finde den einfach schöner und besser. Sieht so ähnlich aus wie Viktor. Oh. Das was erfolgreich ist, da war noch jemand. Oh nee, doch ne. Na schade. Das war ein schlechter Tod. Ich müsste. Jetzt haben die zu viel Gold bekommen schon. Das hat ihnen eine weitere Chance gegeben. Naja. Egal, dafür.